Wenn deine Reaktion bei den letzten Community-Posts eher so war, solltest du auf jeden Fall dranbleiben, denn heute geht es komplett um das Thema Merch. Moin, mein Name ist Nico der Profi und wenn du dich fragst, was ich hier auf YouTube so mache, dann waren das in den letzten 2 Jahren auf jeden Fall arg Tutorials und arg Guides. Aber darum soll es heute eigentlich gar nicht gehen, denn es geht heute um den Merch, den ich anhabe. Einige von euch fragen sich jetzt sicherlich so, Digga, warum machst du eigentlich Merch? Du hast nicht mal 9000 Abonnenten. Und es hat auch niemand danach gefragt. Eigentlich wollte ich schon vor einem Jahr Merch machen, beziehungsweise hatte ich Lust drauf. Ich finde die Idee, eigene T-Shirts zu haben, mega nice. Einfach mit meinem eigenen Logo drauf feiere ich selbst, trage ich auch sehr, sehr gerne einfach das T-Shirt. Es hat jetzt zu diesem Zeitpunkt einfach gepasst, denn ich hatte zum einen Geld und zum anderen hatte ich Finn, der mir in Kontakt herstellen konnte zum Siebdruck-Kollektiv in Kiel und so konnte ich dann meine ersten T-Shirts drucken. Das ist also so die Motivation für mich persönlich dahinter gewesen, einfach ein paar T-Shirts zu machen. Kommen wir also zum nächsten Punkt und zwar um was für ein T-Shirt handelt es sich hier eigentlich. Wir haben hier ein T-Shirt, das zu 100% aus Bio-Baumwolle besteht. Es ist CO2-neutral produziert. Die Farben, die drauf sind, sind vegan. Das heißt, es wurden irgendwie keine Tierexperimente mit diesen Farben durchgeführt, um die zu testen. Und was auch wunderbar ist, es ist ein Fairtrade-Shirt. Es wurde von erwachsenen Menschen hergestellt und nicht von Kindern. Ganz, ganz wichtig. Dann werden sich jetzt einige wahrscheinlich auch denken, ist ja alles schön und gut, aber findest du nicht, dass 30 Euro ein bisschen zu viel sind? Also erkläre ich mal kurz, wie sich der Preis zusammensetzt. Also ursprünglich wollte ich so ein T-Shirt für 20 Euro anbieten, weil ich das halt eigentlich, ich finde diese Idee cool, ein T-Shirt für 20 Euro anzubieten, weil das irgendwie ein Preis ist, den sich fast jeder irgendwie leisten kann. Hat sich schnell herausgestellt, funktioniert nicht. Aus folgenden Gründen, das T-Shirt kostet einmal Geld, die Veredelung, das heißt der Druck kostet Geld und das ist auch der teuerste Teil gewesen an dem ganzen Produkt. Dann muss ich auf jeden Fall den Arbeitsaufwand mit einrechnen, den ich hatte und auch noch haben werde, weil ich muss ja auch Etiketten drucken, das zur Post bringen und so weiter. Das muss man auch an den Preis mit einkalkulieren. Außerdem, falls ich meine Aktion machen will, keine Ahnung, vielleicht kommen ja nochmal T-Shirts und wir haben irgendwie noch 2 über oder so, dass wir die halt ein bisschen günstiger rausgeben können, aber dann eben trotzdem noch ein bisschen Gewinn dran haben an dem T-Shirt, muss das ja auch mit einkalkuliert werden und so kommt dann irgendwann eben Preis von 30 Euro raus, weil die 20 Euro kann ich gar nicht anbieten, weil dann würde ich absolutes Minus machen, denn der Produktionspreis liegt schon bei über 20 Euro tatsächlich. Hätte ich so auch nicht gedacht, ist jetzt halt leider so. Ihr bezahlt also bei dem Produkt tatsächlich nicht meinen Namen oder so, weil ich irgendwie denke, ich bin der krasseste Typ hier auf YouTube. Es geht tatsächlich darum, um die Qualität hier tatsächlich. Es ist auch für mich kein richtiger Merch, es ist irgendwie so ein Ding dazwischen, weil wir haben hier ein hochwertiges T-Shirt, wir haben hier einen hochwertigen Druck auf dem Ganzen, ist also rundum ein vernünftiges Produkt und irgendwie Merch, da verbinde ich immer ein T-Shirt mit, was relativ billig ist, die auch nicht so geil anfühlt und wo der Druck irgendwie auch relativ schnell abgeht. Und tatsächlich sind 30 Euro auch jetzt im Merch-Game so gesehen von großen YouTubern einfach auch fast ein normaler Preis. Dementsprechend habe ich da auch kein Problem damit, das mit 30 Euro anzubieten. Und dann ist ja auch noch ganz wichtig, wen unterstützt du jetzt eigentlich damit, wenn du ein T-Shirt kaufst? Zum einen natürlich liegt auf der Hand mich natürlich, aber es stecken auch noch mehr Leute dahinter. Zum Beispiel unterstützt ihr Finn, der mir das Logo gemacht hat und jetzt auch mein Kanalbanner übrigens. Ihr unterstützt das Siebdruck-Kollektiv, die halt die Shirts gedruckt haben. Und ihr unterstützt auch das Unternehmen, das eben diese T-Shirts produziert. Das heißt, es ist so eine ganze Kette an Leuten, die ihr eigentlich damit unterstützen könnt, wenn ihr so ein T-Shirt kauft. Bin nicht nur ich, da hängen andere Leute noch mit dran. Ist mir auch wichtig, feiere ich auch mega, weil ich quasi durch diese Reichweite, die ich habe, ein bisschen was weitergeben kann an Leute aus meinem Umfeld. Und das feiere ich persönlich sehr. Das mal so zu dieser Thematik. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Ansonsten, wenn ich Bock habe, kommt Mittwoch noch ein weiteres Video. Bis dahin und ciao.